Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um meine absoluten Flohmarkt-Schnäppchen, um die schönsten Dinge, die ich auf dem Flohmarkt erstanden habe. Also dranbleiben und bis gleich. Ich bin ein absoluter Flohmarkt-Junkie und es vergeht keine lange Zeit, ohne dass ich nicht mindestens über einen Flohmarkt gegangen bin. Und wenn wir irgendwo hinfahren und ich sehe spontan einen Flohmarkt, dann muss die ganze Familie aussteigen und wir müssen alle über diesen Flohmarkt gehen. Zum Glück mögen meine Kinder das total gerne und mein Mann gewöhnt sich so langsam auch dran. Jedenfalls auf dem Flohmarkt habe ich tolle Sachen erstanden über die Jahre hinweg und ich zeige euch heute einfach mal die schönsten Dinge, die ich so auf dem Flohmarkt erstanden habe. Und als ich so über den Flohmarkt geschlendert bin, wollte ich eigentlich wieder nach Hause fahren, weil es irgendwie gar nicht so recht was gab und das Wetter war auch nicht ganz so toll. Da habe ich aber dieses rosa Tuch auf dem Tisch liegen sehen und es ist ein Halstuch für Kinder, aber es ist schon ein bisschen dicker und wärmt sehr gut und es ist rosa und hat so Blumenstickereien drauf und es ist wirklich sehr, sehr schön. Und die ehemalige Besitzerin erzählte mir, dass ihre Tochter das nie angezogen hat und dass der Schal ja neu ist. Er lag da auch entweder super gebügelt oder eben neu, kaum getragen und wirklich sehr gut erhalten. Und ich habe diesen Schal für 2 Euro mitgenommen und er ist so groß. Wir könnten auch ein Picknick darauf machen. Und meine Tochter liebt diesen Schal. Sie fährt voll auf rosa ab. Und das ist, glaube ich, ein Schal, den sie vielleicht auch noch länger trägt. Jedenfalls finde ich den total cool. Und ein sehr, sehr schönes Halstuch, ein schöner Schal. Ja, meine Tochter hat sich riesig gefreut. Und vor ein paar Jahren war ich los in der City. Wir haben einen wunderbaren Flohmarkt in Hamburg-Winterhude und zwar in der Nähe vom Goldbeckplatz am Goldbeckhaus. Da gehe ich auch sehr, sehr gerne auf Outdoor-Flohmärkte. Ich finde die richtig gut. Und da sind auch richtig tolle, nette Leute und die haben auch wirklich super Sachen. Und da habe ich vor einiger Zeit diesen Blazer hier entdeckt. Der ist von Gosha und hat so, ja, ist so tarngrün und ich finde diese Farbe echt so ganz cool. Und ja, der Blazer hat so ganz gut ausgesehen. Ich dachte mir, hey, vielleicht ist es meine Größe. Und ja, der Blazer sitzt total gut. Er sitzt wirklich sehr angegossen und trägt sich einfach wunderbar. Und ich fand ihn gleich so schön, weil er einfach, ja, so ein bisschen außergewöhnlich ist und einfach gut zur Jeans passt. Und ich gedacht habe, hey, nimmst du ihn mal mit? Ich wusste noch nicht so genau, wann ich ihn wozu tragen sollte, aber irgendwie für 3 Euro kann man irgendwie nichts sagen. Und dann habe ich den schön reinigen lassen und habe ihn jetzt auch öfter auch schon an, weil ich finde, er passt total gut zur Jeans-Shorts, zur Jeans, zum Denim-Rock und was auch immer. Und ich habe den mittlerweile wirklich sehr, sehr oft an. Und ich finde, dieses Grün ist auch eine gute Farbe. Man kann sie gut im Sommer tragen, morgens, wenn es noch kühler ist. Man kann es aber auch gut im Herbst tragen. Es passt irgendwie ganz gut. Und diesen Blazer liebe ich mittlerweile. Und ja, warum teuer kaufen, wenn man es auch auf dem Flohmarkt erstehen kann? Manchmal hat man Glück. Und dieser Blazer passt perfekt in meine Garderobe. Und letzten Herbst war ich auch bei einem Flohmarkt, der bei uns hier in der Nähe ist. Und es ist ein Familienflohmarkt, auf den ich sehr, sehr gerne gehe, weil es einfach auch super gesellig ist. Und da habe ich von Weitem schon einen Grobstrick-Cardigan gesehen, wo ich gedacht habe, oh, da muss ich doch mal näher hinschauen. Und ja, der Cardigan hat auch gepasst und ist Größe Small. Und der ist ursprünglich von H&M. Und ja, sie erzählte mir, sie hat ihn irgendwie kaum getragen. Es war irgendwie ein Fehlkauf. Ihr ist das zu warm. Sie weiß nicht, wie sie es kombinieren soll. Sie weiß vor allem nicht, was sie drüber tragen soll. Und irgendwie findet sie den super schön, aber sie hat ihn irgendwie nie angehabt. Und ja, dann habe ich ihn doch mitgenommen. Die Farbe mag ich sehr. Ich mag so gern so Beige-Töne oder auch Kamelfarben oder wie man es immer nennen will. Und der Mantel ist sehr, sehr lang. Also für meine Verhältnisse, der geht mir schon fast bis zum Knöchel. Und ich mag das aber, gerade wenn es in Richtung Herbst geht. Und kann man perfekt zur Jeans tragen, da ich ja zu 90%, muss ich sagen, Jeans trage. Und man kann ihn wirklich sehr hoch knöpfen. Er wärmt wirklich sehr gut am Hals, gerade wenn es
es draußen jetzt irgendwie irgendwann, ich hoffe noch nicht, aber im Herbst wieder windiger wird. Und er hat auch einen Gürtel, man kann ihn ganz gut binden und ich fand ihn irgendwie voll schön, weil gerade auch für so Grobstrick-Cardigans kann man echt ein Heidengeld ausgeben. Jetzt nicht bei H&M, aber wenn man mal woanders einen sieht, dann ist das doch meistens immer sehr kostspielig. Und den habe ich auch irgendwie für 2,50 mitgenommen und ich bin richtig happy. Erst habe ich gedacht, naja, Strickjacke eben, kann man mal gucken, was man vielleicht damit macht, ob man es anzieht oder nicht. Weiß man, finde ich, vorher gar nicht so, kann man gar nicht sagen. Aber jetzt ist es wirklich ein Lieblingsteil von mir geworden und ich freue mich dann auch, wenn es dann kälter wird, habe ich was Gutes anzuziehen. Und ich liebe die Kombi Jeans und auch irgendwie hohe Stiefeletten dazu. Den Look mag ich total und der Cardigan, ja, da bin ich total glücklich mit. Und ja, auf dem Flohmarkt kann man tolle Sachen erstehen und ja, da lohnt es sich wirklich immer wieder vorbeizuschauen. Dass man auf Flohmärkten oder auch manchmal auf Kinderflohmärkten tolle Schnäppchen schlagen kann, das zeigt mein nächstes Schnäppchen und zwar eine tolle Tasche von Picard. Sie ist aus Leder und hat eine super optimale Größe. Sie ist total richtig, wenn ich auch mal irgendwie ohne Kinder losgehe oder wenn ich einfach weniger dabei haben möchte. Und diese Tasche ist wunderschön, einem Rehbraun und ich liebe sie. Und ich habe sie gesehen und dachte mir, hey, das ist doch genau das Richtige. Und solche Taschen finde ich total schön, gerade vom Flohmarkt, wenn sie irgendwie heil sind und wenn sie so ein bisschen nach Vintage aussehen, mag ich es total. Und diese Tasche kann man so crossover tragen und die ist einfach total der Hingucker und ich liebe sie. Und ich habe für diese Tasche 5 Euro bezahlt und Picard-Taschen sind schon auch etwas teurer und ja, je nach Material natürlich. Aber man kann für Taschen ein Heidengeld ausgeben. Und oft ist das ja so, bei mir zumindest, dass ich irgendwie gar nicht so viele Taschen habe. Ich habe schon ein paar, aber ich bin jetzt irgendwie nicht so obsessed, dass ich irgendwie total viele Taschen brauche. Und gerade bei dieser Größe würde ich es mir auch neu nochmal überlegen, weil ich es einfach nicht so oft brauche momentan. Weil momentan bei 3 Kindern ist eine XL-Tasche einfach praktischer. Jedenfalls liebe ich sie und sie passt wirklich zu allem. Und besonders für den Herbstlook ist sie sehr, sehr angesagt. Und ich bin total happy. Diese Tasche macht mich fast jeden Tag, wenn ich sie sehe, glücklich und ich finde es einfach nur genial. Und ja, auf dem Flohmarkt erstanden, heil von innen, perfekt, sie ist sauber und ja, was will man mehr? Also diese Tasche, wenn es davon mehr auf Flohmärkten geben würde, dann würde ich da glaube ich nur noch kaufen. Jedenfalls mag ich es total gern und diese Tasche musste mit, durfte mit und ja, ein richtiges Schnäppchen. Flohmärkte sind ja sehr, sehr oft am Wochenende und viele sagen ja auch, man sollte früh da sein, damit man einfach die besten Schnäppchen schlagen kann. Und ja, auf diesem Flohmarkt, wo ich dann war, war echt bescheidenes Wetter. Es hat ehrlich gesagt in Bindfäden geregnet und es war bei mir wirklich um die Ecke und ich konnte zu Fuß hingehen. Ich weiß noch genau, ich habe meinen Schirm aufgespannt und habe gedacht, hey, warum tust du das? Geh doch ins Café, bleib doch einfach zu Hause, leg die Füße hoch. Und jedenfalls bin ich losgegangen im Regen und mit meinem Kaffeebecher und es war auch schon ganz schön früh morgens und ich habe gedacht, okay, ich bin bestimmt die Einzige da. Hoffentlich erkennt mich irgendwie niemand und hoffentlich fragt niemand, ob ich zu viel Zeit habe. Jedenfalls kam ich dort an und habe so ein bisschen was gebummelt. Es waren doch ein paar Leute da im strömenden Regen. Und habe ich einen Karton gesehen, habe gedacht, wow, okay, was ist da denn drin? Und da waren sie. Ich habe nagelneue schwarze Chucks, auch noch in meiner Größe, in Größe 37 erstanden. Und ich habe so ein bisschen doof geguckt, weil die Schuhe waren neu. Im Originalkarton, original eingepackt, überall die Aufkleber noch drauf. Hat jemand aus Amerika mitgenommen für seine Tochter. Die Tochter hat es nie angezogen und ja, somit waren die Schuhe nagelneu. Und ja, ich hatte ja vorher auch weiße Chucks, fand die auch total cool und finde sie immer noch toll. Ich habe auch rote Chucks, die ich äußerst selten trage, weil ich doch die Kombination schwierig finde. Und ich hatte sowieso vor, mir schwarze Chucks zu kaufen. Ich dachte immer, hey, holst du doch mal schwarze Chucks, trägst doch eh immer Chucks, ich liebe sie. Und ja, holst du dir einfach noch in Schwarz, kann dir nicht schaden. Und ja, musste ich gar nicht mehr. Ich habe diese Chucks für 5 Euro gekauft auf dem Flohmarkt, auf dem Kinderflohmarkt, im Originalkarton, wie gesagt, und nagelneu. Und ja, ich konnte es kaum glauben. Es war so wie ein Wink mit dem Zaunfall. Hey, willst du eine neue kaufen?
guck doch erstmal hier nach und sparst ein paar Euro. Und ja, finde ich total klasse. Mein absolutes Schnäppchen und meine absolute Nummer 1 sind meine Chucks. Einige, die mir auf Instagram folgen, wissen ja auch, dass ich Chucks verrückt bin. Ich könnte fast jede Farbe tragen. Ja, und Weinrote finde ich irgendwie auch toll. Und in Grau hätte ich sie auch irgendwie gerne. Ja, man kann ja irgendwie seine Sammlung in den nächsten Jahren noch erweitern. Und jedenfalls war ich total froh. Schwarze Chucks. Und ich kann euch nur sagen, geht raus, geht auf den Flohmarkt, nutzt die Saison nochmal so richtig aus und schlappt ein paar Schnäppchen. Man ist immer wieder sehr überrascht, was da doch an schönen Dingen zusammenkommt. Ja, wirklich toll. Flohmärkte sind einfach echt cool. Auf dem Flohmarkt gibt es tolle Schnäppchen zu schlagen. Und selbst wenn man mal gar nichts findet, einen Kaffee trinken kann man da immer und nette Leute treffen, tut man irgendwie sowieso. Und nimmt den nächsten Flohmarkt also bei euch um die Ecke mit, weil die Saison geht noch bis zum Herbst und dann geht es wieder mit den Flohmärkten rein. Und Hallenflohmärkte sind irgendwie immer überfüllt und irgendwie ja nicht so ganz so schön, finde ich. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns am Montag wieder. Und das zu sagen ist total komisch. Also Montag geht's weiter hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende, eine schöne Zeit und bis Montag. Tschüss!